Wenn du Streamlabs OBS benutzt oder darüber nachdenkst, es zu benutzen, dann lass es bleiben. Aber mal Spaß beiseite. In dem heutigen Video möchte ich euch aufzeigen, warum ihr Streamlabs OBS meiner Meinung nach besser nicht verwenden solltet. Ich fange an mit den positiven Punkten oder vermeintlich positiven und dann fahre ich fort mit den negativen Punkten in immer aufsteigender Reihenfolge. Also die ersten Sachen sind noch nicht so dramatisch und es wird dann quasi immer schlimmer. So dass ihr am Ende euch selber entscheiden könnt, ob ihr das Programm wirklich benutzen möchtet. Und ich habe euch mal drei Argumente rausgesucht, die als Vorteile von Streamlabs OBS genannt werden. Allerdings werde ich ab jetzt nur noch auf die Abkürzung SLOPS zurückgreifen. Habe ich überhaupt nicht von ihm hier geklaut, weil jeder weiß, was gemeint ist und es ist nicht so schwierig, jedes Mal auszusprechen. Erstes Argument für SLOPS. SLOPS sieht cleaner aus. SLOPS sieht so aus. OBS Studio sieht so aus. Findet ihr wirklich, dass das so viel cleaner aussieht? Ja, ich muss sagen, vor dem Design-Update von OBS Studio, das letztes Jahr irgendwann kam, sah OBS Studio wirklich altmodischer und komplizierter aus als SLOPS. Allerdings wurde dies wirklich gut mit dem letzten Update behoben und ich finde wirklich, dass das sich wirklich nicht mehr viel gibt und kein Argument ist, warum ihr auf SLOPS zurückgreifen solltet. Nächstes Argument, es kann ja nicht schlecht sein, es nutzen ja alle, beziehungsweise es ist doch die Standard-Streaming-Software. Streamlabs OBS hat zwar durchaus seinen Marktanteil, allerdings ist es auch sehr gut darin, die eigene Relevanz zu pushen. Schon allein der Name ist ein bisschen komisch. Streamlabs OBS. Hier ein kleiner Einwurf aus dem Schnitt und zwar ist mir aufgefallen, dass Streamlabs OBS gar nicht mehr Streamlabs OBS heißt. Und zwar haben die sich umbenannt in Streamlabs Desktop, was auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist, da es so weniger Verwirrung gibt und man die Programme besser voneinander unterscheiden kann. Allerdings hieß es halt immer noch so, die meisten kennen es auch immer noch unter dem Namen Streamlabs OBS. Deswegen überspringen wir jetzt diesen Teil hier aber, weil sie sich ja umbenannt haben und gehen weiter zum nächsten. Drittes Argument, das ist doch so viel einfacher alles. Ja und nein. Also es ist nicht viel komplizierter. Ich würde sagen, jeder, der es schafft, SLOPS richtig einzustellen, schafft es auch, OBS Studio richtig einzustellen. Die einzige Stelle, an der es wirklich ein bisschen unübersichtlich bei OBS Studio wird, ist, wenn man versucht, den Chat, Labels oder Alerts einzublenden. Und zwar kann man bei SLOPS einfach als Quelle den Chat, Labels und Alerts hinzufügen. Bei OBS Studio braucht ihr dafür einen Anbieter, wie beispielsweise TippyStream, Stream Elements oder tatsächlich auch, was ich euch nicht empfehlen würde, Streamlabs. Allerdings ist dies auch kein großer Aufwand. Ihr geht einfach auf die Webseite eines derartigen Anbieters, ich würde euch Stream Elements empfehlen, loggt euch da ein, erstellt euch ein Overlay, fügt euren Chat, eure Alerts, eure Labels hinzu, alles was ihr braucht, kopiert einmal den Link, geht in OBS Studio rein, macht euch eine Browserquelle, kopiert den Link einmal rein und bam, ihr habt das alles auch ganz schnell in OBS Studio eingefügt. Und habt da noch zusätzlich die Möglichkeit, euren Anbieter für euren Chat, eure Labels, eure Alerts zu wechseln. Im Gegensatz zu Streamlabs OBS, dort könntet ihr das rein theoretisch auch mit den Browserquellen und so machen, aber macht dann wirklich gar keinen Sinn mehr. Doch jetzt kommen wir auch mal zu den negativen Punkten von SLOPS. Erstens, ihr könnt dort keine Profile und Szenensammlungen anlegen. Bei OBS Studio habt ihr die Möglichkeit, hier oben ganz einfach mehrere Profile und Szenensammlungen anzulegen. Profile ist quasi alles, was mit Einstellungen und Sound zu tun hat und Szenensammlung alles, was mit euren Szenen zusammenhängt. Und habt damit quasi zwei komplett unterschiedlich eingestellte Versionen von OBS Studio. Und bei SLOPS geht das nicht. Das Problem, wenn ihr beispielsweise eure YouTube-Videos in einer anderen Auflösung machen wollt, als die Basisleinwand von eurem Streaming-Setup groß sein soll. Beispielsweise könntet ihr die Basisleinwand ja bei eurem Streaming-Setup auf 720p stellen, um ein bisschen Leistung zu sparen. Ja, ihr könntet auch die Basisleinwand auf das Höchste stellen, was dann mehr Leistung braucht, und dann die Aufnahmequalität anders einstellen als die Streaming-Qualität. Allerdings ist das auch sehr komisch, dass man das nicht einfach separat machen kann. Nächster Punkt, Leistung. SLOPS ist meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach so dermaßen lahmsang und ineffizient, dass man damit nicht gescheit arbeiten kann. Wenn ihr nicht den allerbesten PC der Welt habt und nicht die Hälfte eurer Leistung für euren Stream draufgehen soll, weil auch noch was für das Spiel übrig bleiben soll, dann würde ich euch Streamlabs OBS rein von der Leistung her nicht empfehlen, vor allem wenn ihr kein starkes System habt. Das liegt daran, dass SLOPS dermaßen vollgepackt ist mit komischen Features, die kein Mensch braucht, ihr niemals verwenden werdet und das Ganze nicht zu entfernen oder deinstallierbar ist. Und das Ganze ist noch schlimmer, wenn man sich vor Augen führt, dass das auch noch der gleiche Code wie bei OBS Studio ist. OBS Studio ist nämlich ein Open Source Projekt, das heißt der Quellcode ist öffentlich. Ihr könntet euch, wenn ihr das könnt, eine eigene Version von OBS Studio programmieren, indem ihr den Quellcode nimmt und abwandelt. Und das gleiche hat sich Streamlabs auch gedacht. Code kopiert, ein paar Sachen weggelöscht, die laut ihrer Meinung niemand braucht und dann ein paar Sachen drauf installiert, die meiner Meinung nach kein Mensch braucht.
und das war's. Also ihr nutzt quasi eine Mod von OBS Studio, wo Features entfernt wurden. Zum Beispiel bei Slops könnt ihr keine Plugins verwenden. Das heißt, ihr seid auf die Features limitiert, die eingebaut sind. Und das wäre für mich der Punkt, warum ich niemals zu Slops gehen würde. Ich kann so viele coole Sachen bei OBS Studio machen, die ich bei Slops einfach nicht machen kann. Und ja, es gibt standardmäßig mehr Features, aber das sind zu viele dabei, die keiner braucht. Und die, die ich brauche, sind nicht alle da. Und ja, ich bin sehr parteiisch, aber ihr müsst letztendlich eure eigenen Schlüsse und Entscheidungen treffen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder für längere Fragen und Antworten oder falls ihr einfach Lust habt, gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort geht es zum Discord. Also hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da und Streamlabs, bitte zeigt mich nicht an.